Ich habe jetzt das nächste Gleis hier festgenagelt und kann deshalb mit der Schotterung noch ein gutes Stück vorrücken. Das heißt, ich könnte, wenn hier schon das Erdreich gestreut wäre, und das hängt nun wieder daran, dieses Gleis festzumachen. Das habe ich bisher gescheut, weil damit verbunden ja die Fixierung dieses ganzen Kabelstrangs ist. Aber jetzt gehe ich es einfach mal an. Doch zuvor sollte ich unbedingt noch die entsprechenden Schwellen hier einfügen. Eine sitzt schon drin und die zweite folgt sogleich. Hier kommt zunächst mal eine Schwelle mit einem Nagelloch, das wollte ich ja nicht. Dann ziehe ich die nächste Schwelle mal im Entengang ab. Da werde ich jetzt mal die Kleineisen kürzen. So ergibt es jetzt ein schönes Bild und ich klopfe das mal fest. Das ganze Kabelgedöns hier leistet Widerstand. Und für mich wäre jetzt eigentlich mal interessant, ob ich überhaupt noch Digitalsoft auf den Gleisen und auf der Weiche habe. Ich stelle mal. Ich glaube, zumindest wäre das damit wohl geklärt. Ich werde mal die Weiche ansteuern. Ja. Und mal gucken, ob die Lok einen Diesel hat. Das Digitale läuft also noch. Das Gleis ist auch jetzt vernünftig ausgefluchtet. Damit fange ich hier hinten an, drücke den Nagel durch das Styroform und klopfe ihn mal fest.
Ein bisschen was scheint das ja doch von Erschütterungen begleitet zu sein. Ich drücke den Nagel durch das Styrofoam. So, der sitzt fest. Und es fluchtet ganz gut. Und damit ist das jetzt wieder ein Fall für das dunkle Streuzeug. Da habe ich es. Das trage ich hier zunächst mal möglichst dünn auf. Hier an dieser Stelle muss ich leider ein etwas größeres Häuflein schütten, um die Pappe mitzunehmen. Da werde ich mir später noch eine Begründung für einfallen lassen müssen. So, geschüttet ist's. Jetzt drücke ich es noch ein bisschen platt. Ja, vielleicht erstmal umrühren. Der sitzt schon mal ganz gut fest.
Jetzt hat sich hier natürlich an der Pappe ein Spalt gebildet, weil ich den nicht sichtbar haben möchte. Schütte ich halt noch ein bisschen Erde drauf. So, so weit, so gut. Damit könnte ich dieses Stück weiter schottern. Ein weiteres Stück zum Schottern kann ich mir fertig machen, sobald diese Bahnsteigkanten hier komplett angeklebt sind. Die hier klebt ja schon mal ganz gut. Machen wir das Kabelgewirr hier ein bisschen zur Seite. Und was ich jetzt brauche, das ist eine 8 mm Platte oder 2x4 mm, mit denen ich hier den Bahnsteig weiterführen kann. Ich habe so das Gefühl, dass hier ist eine 4 mm. Und das hat mich getäuscht, das ist eine 5er. Ich werde mal schauen, ob ich eine 8er auftreiben kann. Noch 7 aus. Gibt es überhaupt 7 mal? Messfehler, das sind 8. So, jetzt möchte ich hier haustief davor herziehen. Das Haus ist von der Vorderkante entfernt 50 mm. Wenn ich mir jetzt also ein 60 mm Stück schneide, dann müsste das schon genau das sein, was ich brauche. Mein Schneidebrett. Mein Schneidelineal. Und Schneidemaschine. So, wenn das jetzt alles hinhaut, dann kann ich dieses Ding da davor kleben. Ich muss es allerdings noch ein wenig einkürzen, weil hier die Weiche beginnt. Und frage mich gerade, ob das überhaupt so lang werden muss. So,
Leim drauf. Und jetzt natürlich Gewicht drauf.